Wenn ich den Leuten erzähle, dass ich meine Augen in Istanbul lasern lassen habe, dann ist die häufigste Aussage: Was? Das ist aber mutig. Wirklich? Und geht's dir jetzt gut? Und ich bin mir sicher, die ein oder anderen von euch haben auch mit diesem Vorurteil zu kämpfen. Aber heute will ich ein für alle Mal mit diesem Video beweisen, dass man keinerlei Bedenken haben muss, sich im Ausland die Augen lasern zu lassen und eine Menge Geld dabei spart. Willkommen in Ladies Welt. Heute gibt es ein ganz besonderes Video von mir. Und zwar habe ich mir vor 5 Jahren meinen allergrößten Wunsch erfüllt. Ich hatte eine Brille, seitdem ich in der 2. Klasse war. Und mit jedem Schuljahr wurde meine Sehstärke immer schwächer und schwächer und schwächer. Mit 14 fand ich dann die Brille so uncool, dass ich dann Kontaktlinsen angezogen habe und die dann so oft getragen habe, dass meine Augen mit 18 wirklich kaputt gegangen sind und mein Augenarzt mir gesagt hat: Frau Heide, so hieß ich damals noch, wenn Sie so weitermachen, dann können Sie erblinden. Ich hatte ständig Bindehautentzündungen, ich hatte eine starke Hornhautverkrümmung, ich hatte immer Probleme mit meinen Augen und ich hatte mittlerweile eine Dioptrien von -6. Ich habe unter meiner Sehschwäche gelitten, weil ich einfach nicht sehen konnte. Wenn man nicht richtig sehen kann, dann ist es einfach blöd. Ab dem Moment, wo ich dann nicht mehr meine Kontaktlinsen tragen durfte, musste ich meine Brille anziehen und ich fand es so unschön. Ich habe mich einfach niemals wohlgefühlt mit einer Brille. Meine Augen waren immer so klein, weil ich ja so eine starke Dioptrien hatte und man hat mich auch liebevoll Maulwurf genannt oder Brillenschlange und das fand ich auch nicht so cool. Ich wollte einfach wieder sehen und vor allen Dingen nicht diese lästige Brille haben. Spätestens als ich meine Kinder bekommen habe, habe ich gemerkt, wie anstrengend das ist. Ein Leben mit Brille zu führen, okay? Ich weiß, es gibt einige Menschen, die das feiern, eine Brille zu tragen. Ich habe es nicht gefeiert. Also gerade mein kleiner Sohn, der ist 5-mal die Nacht aufgestanden, okay? Hat geweint und ich muss erstmal gucken, oh, wo ist meine Brille, wo ist meine Brille? Wenn ich die denn aufgesetzt habe, sind alle anderen schon wach, weil er so lange geschrien hat. Und dann renne ich zu ihm rüber, dann ist das mit dem Duschen immer so lästig gewesen oder im Schwimmbad oder die Kinder reißen es runter. Wenn du dann irgendwie am Stillen bist, musst du auch deine Brille ausziehen, weil du dann nicht richtig deinen Kopf irgendwie anlegen kannst. Also es war einfach umständlich, mich hat das genervt. Ich fand mich einfach auch nicht schön mit Brille. Das muss ich echt auch einfach so sagen. Deswegen war mein ultimativer Traum, endlich wieder sehen zu können und meine Augen lasern zu lassen. Als ich mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, ui, für diesen Traum musst du aber ganz schön lange sparen. Die Preise sind ja echt ein bisschen hoch. Mein ältester Bruder, ich habe 6 von denen, aber mein ältester Bruder hat sich tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon seine Augen im Ausland lasern lassen und war total glücklich damit und zufrieden damit. Somit kamen immer mehr Leute in mein Leben, die ich kennengelernt habe, die auch schon bereits im Ausland ihre Augen lasern gelassen haben und weniger als die Hälfte von dem Preis bezahlt haben, wie das jetzt in Deutschland zum Beispiel kosten würde. Und das war für mich auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt und ich habe angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe, wie die meisten Menschen auch, meine Vorurteile gehabt. Ich dachte, es mangelt an Professionalität, das ist unseriös und wenn die nicht meine Sprache sprechen, dann ist das sowieso voll schwierig für mich. Also ich habe total viele Bedenken gehabt und Vorurteile gehabt. Nichtsdestotrotz habe ich mich weiter mit dem Thema beschäftigt und insgesamt habe ich mich 2 Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt und hatte einen richtig tollen Ansprechpartner auf meiner Seite, der mich durch das Ganze begleitet hat. Ich werde euch heute nicht nur in meine Geschichte und in meine Erfahrungen mit reinnehmen, sondern ich werde 4 weitere Erfahrungen in das Video mit reinnehmen von Menschen, die ich persönlich kenne, die richtig gute Erfahrungen damit gemacht haben, sich im Ausland die Augen lasern zu lassen. Diese Erfahrungsberichte seht ihr jetzt. Ich wollte unbedingt meine Brille loswerden, weil man mit Mitte 40 dann schon Gleitsichtgläser braucht. Und damit bin ich überhaupt nicht klargekommen, vor allen Dingen beim Sport, beim Radfahren, beim Mountainbiken. Das war einfach überhaupt nichts für mich. Ja, also bei mir war es eigentlich so, dass ich halt kurz vor der Entscheidung stand, neue Brille oder Augen lasern lassen. Und da ich aber eben jetzt mit 39 schon auch an das Thema Altersweitsichtigkeit denke, hatte ich da halt so meine Entscheidungsprobleme, weil auch der Augenarzt dann eben gesagt hat, das Thema wird auf jeden Fall kommen und dann brauchen Sie sowieso wieder eine Brille und so. Aber ich habe mich dann wirklich bewusst dafür entschieden, die Augen lasern zu lassen, weil ich einfach jetzt diese Kurzsichtigkeit weg habe. Ich kann dann in ein paar Jahren immer noch eine Lesebrille tragen
Und ich habe jetzt einfach die Freiheit bis dahin. Eines der schlimmsten Erlebnisse war für mich, als ich mein erstes Kind bekommen habe und das dann alles irgendwie so schnell gekommen ist und meine Brille irgendwo anders lag und ich die Geburt meines ersten Kindes total im Verschwommenen erlebt habe. Das hat mich im Nachhinein echt so richtig traurig gemacht, weil ich einfach voll vieles einfach nicht gesehen habe. Und als sie auch rausgekommen ist, ich konnte sie nur so richtig verschwommen sehen und das war für mich so richtig schlimm. Und einfach diese Erfahrungen, die ich gemacht habe mit der Brille, die wollte ich einfach loswerden. Ich wollte einfach ein uneingeschränktes, leichtes Leben haben ohne Brille. Ich bin Jess, ich bin 30 Jahre alt und vor 4 Jahren habe ich mich entschieden, meine Augen lasern zu lassen in Istanbul, Türkei. Und bis heute noch habe ich mich keine einzige Sekunde nicht bereut um diese Entscheidung. Also ich habe mich viele Jahre damit beschäftigt, schon über 10 Jahre. Da habe ich es dann schon einmal versucht, die Augen lasern zu lassen. War da in Frankfurt und das wurde aber abgelehnt, weil meine Augenwerte doch so stark waren, dass es damals technisch gar nicht möglich war, die zu lasern. Ich habe ganz stark Hornhautverkrümmung und dazu sehr trockene Augen. Also hatte ich schon in meinem Leben Hornhautrisse und so weiter, weshalb ich ja auch keine Kontaktlinsen tragen konnte. Und dann wurde mir auch gesagt, dass es einfach nicht möglich ist. Zwischenzeitlich gab es halt technische Weiterentwicklung. Zeiss hat ein neues Gerät entwickelt, eine andere Methode. Dann habe ich einfach gesagt, okay, ich probiere es nochmal. Also ich hatte Werte von insgesamt -7,25. Darin enthalten ist aber schon die starke Hornhautverkrümmung. Die Problematik bei meinen Augen war, dass diese Hornhautverkrümmung irgendeinen besonders steilen Winkel hatte, weshalb das einfach nicht von vornherein klar war, dass es dann auch von Erfolg gekrönt ist. Das wurde mir auch in der Voruntersuchung ganz offen gesagt, dass sie mir das nicht versprechen können, dass ich mit 100% rauslaufe. Das Augenlasern war eigentlich für mich schon immer irgendwie ein bisschen ein Thema. Ich habe das halt immer mal wieder gehört, aber ich hätte mich, glaube ich, einfach nie getraut, irgendwie das anzugehen. Und dann hat mir eben eine Freundin davon erzählt, schon jetzt vor ein paar Jahren. Dachte ich eigentlich sofort, okay, eigentlich würde ich das voll gerne machen. Die hatte das damals in der Türkei dann gemacht und ich hatte mich dann auch darüber informiert und dann kamen aber immer wieder andere Sachen dazwischen. Bin ich auch Mama geworden und habe mich irgendwie dann immer so richtig rangetraut. Wir haben einen richtigen Familientrip daraus gemacht. Ich bin nicht die Einzige in meiner Familie gewesen, die schlechte Augen hatte. Meine 2 Brüder, meine Schwester und meine Schwägerin, die habe ich auch noch mit eingepackt in den Flieger. Wir sind alle gemeinsam nach Istanbul geflogen und haben uns da alle an dem gleichen Tag die Augen lasern lassen. Das war so eine coole Erfahrung. Und neben dem Augenlasern waren wir einfach noch ein bisschen in Istanbul bummeln, shoppen und ja, das war einfach richtig, richtig cool. Ich hatte die Möglichkeit, nach Istanbul zu fliegen. Damals war Lilly und ich Arbeitskollegen und sie hat auch mit ihren Geschwistern ihre Augen auch da machen lassen, genau bei der gleichen Location. Und sie hat einfach nur gute Sachen darüber gesprochen. Und ich habe gedacht, na gut, hat so gut funktioniert, ich will es auch. Dann bin ich auf diese Homepage gegangen, da habe ich die Leute auch kontaktiert. Wir haben auch ein Telefonatgespräch gehabt. Genau, die Planung hat dann angefangen, war dann irgendwie, war ich zack, glaube ich, 1 Monat später in Istanbul und habe meine Augen lasern lassen. Es ist Fakt, dass es im Ausland, ganz grob gesagt, die Hälfte kostet wie in Deutschland und ich hätte das Geld einfach nicht aufgebracht für diese OP. Für mich war das einfach schlüssig, das sind dieselben Geräte und habe da großes Vertrauen schon mal in diese Technik und da habe ich mir gesagt, okay, das Lasern an sich macht dieses Gerät, weshalb sollte das schlechter sein? Dann hatte ich auch noch einen sehr guten Ansprechpartner, den Herrn Gemüseli von Sehhilfe weg, mit dem ich mich dann ganz ausführlich unterhalten habe. Und das hat mir einfach so viel Sicherheit auch gegeben, das zu machen. Ganz ausschlaggebend war natürlich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die ersten Gedanken, ob das eine gute Idee ist, das im Ausland zu machen, war eigentlich, wie würde es sprachlich sein? Also kann ich überhaupt kommunizieren, wenn es mir jetzt vielleicht nicht gut geht? Ich bin total empfindlich, was solche Arztsachen betrifft. Also ich kippe schon beim normalen Blutabnehmen um. Und was macht man dann, wenn man dann nicht sich in seiner Landessprache halt ausdrücken kann? Die Kundenmanagerin da, die spricht fließend Deutsch, perfekt. Die erklärt einem alles. Und auch die Ärztin und der Arzt haben Deutsch gesprochen. So
dass ich alles gut verstanden habe und dass es da keine Verständigungsschwierigkeiten gab. Ich habe mir die Augen lasern lassen in der Türkei. Das war schon sehr schön, dass das nicht nur hier in Deutschland gemacht wird, sondern auch im Ausland. Das war ganz gut. Konnten wir auch ein anderes Land besuchen. Also meine Ängste waren natürlich als Laie, dass man dann denkt, es kann ja was schieflaufen und man ist am Schluss blind. Man verliert das Augenlicht, vielleicht dann auch erst später im Alter irgendwie, wenn das dann abgetragen ist, das ist zu dünn und das bricht oder keine Ahnung, so als Laie. Aber die Ängste wurden mir auf jeden Fall genommen. Also meine Ängste waren eigentlich nur, dass ich irgendwie was spüre während dieser OP. Also dass ich irgendwie Schmerzen habe, dass ich irgendwie zu aufgeregt bin, dass ich meine Augen zumachen will oder dass ich irgendwie die drehen will oder so und dass dann irgendwas schief geht. Also meine Bedenken haben sich zerstreut, nachdem ich Kontakt hatte mit Harald Gemüseli von der Agentur Sehhilfeweg.de. Er hat mir alles Schritt für Schritt erklärt. Er hat praktisch die Vorauswahl gemacht von der Klinik, dass schon mal das Grundsätzliche okay ist, dass es technisch und von der Sauberkeit und so, dass es alles gut abläuft. Also das hat er dann schon mal vor mich praktisch abgecheckt. Er hat auch meine Werte schon mal den Ärzten gesendet, damit die dann sofort sagen können, nee, das geht gar nicht oder okay, man kann einfach mal kommen zur Voruntersuchung. Das war eigentlich super, dass er mir versichert hat, dass jemand Deutschsprachiges einen nonstop begleitet und von daher bin ich da sehr beruhigt schon mal hingefahren. Ich bin hingeflogen mit meiner Mutter, sie hat mich auch begleitet, was auch sehr gut war, finde ich, einmal Begleiter zu haben. Wir sind, ich glaube, vormittags angekommen, da hatten wir die Untersuchung. Und da muss ich einfach zugeben, das war so effizient, diese Untersuchungen. Wirklich Deutschland und, also ich komme aus den USA, Deutschland und USA, die können einfach von diesem Krankenhaus einfach lernen, wie sie mit ihren Patienten umgehen sollen und wie effizient das sein könnte. Das hat 1200 Euro gekostet. Das ist vielleicht für ein paar Leute nicht wichtig, für ein paar Leute wichtig. Und was richtig, richtig praktisch war, die bieten zwei Hotels an und ein Hotel ist direkt gegenüber von diesem Krankenhaus. Und ich würde sagen, mach das einfach. Also das war so tiefenentspannt. Entweder die haben einen Augen nach dem anderen gemacht, die haben ein Auge komplett zugemacht und das andere Auge, die haben das so aufgeklebt. Und das ist natürlich richtig unangenehm. Das muss ich definitiv auch zugeben. Und auf einmal, die bringen auch Flüssigkeiten auch da rein und das ist einfach komisch. Und da würde ich sagen, da war ich schon ein bisschen nervös. Nicht, dass es nicht klappen könnte, aber ich hatte Angst, dass ich mich zu viel bewege und dass ich alles zerstöre und dass ich blind werde. Der Begleiter, keine Ahnung, der hat auch Deutsch gesprochen, er war auch, hat Deutschland Uni gemacht, aber wohnt jetzt in Istanbul. Und er hat gemerkt, dass ich so ein bisschen nervös war. Und er hat meine Hand gehalten und das war sehr sympathisch von der Typ. Und das mir auch ein bisschen bereut, dass ich nicht alleine war. Ich habe mich total gut auf die OP vorbereitet gefühlt. Herr Gemüseli war von Anfang bis Ende an meiner Seite. Ich konnte ihn immer anrufen. Ich habe den, glaube ich, auch echt oft genervt. Und dann habe ich ja auch noch meine Geschwister und so ins Boot mitgeholt. Die haben den auch noch genervt. Und der hat aber sehr geduldig jede einzelne Frage von uns beantwortet. Tatsächlich war das dann so, dass die ganze Orga von Flug, Hotel, OP, Termine, das wurde alles für uns organisiert durch die Agentur Sehhilfeweg.de. Und wir sind dann halt einfach da angekommen am Flughafen. Da stand schon jemand, der uns erwartet hat mit einem Schild und hat uns dann ins Hotel gebracht. Ich habe mich in der Klinik sehr gut aufgehoben gefühlt, weil die Leute, die dort gearbeitet haben, die haben sogar auf Deutsch mit uns Späßchen versucht zu machen. Das war schon sehr interessant. Also ich fand das ganz gut, weil ich vor allem nicht alleine war. Deswegen war das ganz gut. Nach den Voruntersuchungen wurde uns alles im Detail erklärt, wie der nächste Tag abläuft. Kurz vor der OP, Schritt für Schritt wurden wir an die Hand genommen. Und wie gesagt, von Anfang bis Ende haben wir die ganze Zeit deutschsprachige Mitarbeiter in der Klinik gehabt, die uns unterstützt haben, die uns alles erklärt haben. Und ich kam mir überhaupt nicht vor wie im Ausland, sondern als wenn ich einfach nur in einer Klinik in Deutschland, aber nur so 2.0, untergebracht war, weil da einfach so viel Herzlichkeit, Wärme und Gastfreundschaft auch irgendwie war. Das habe ich noch nie so in Deutschland erlebt und das vermisse ich auch ehrlich gesagt in Deutschland. Also die waren auf jeden Fall sehr warmherzig und offen und nichtsdestotrotz ging da alles echt wie am Schnürchen, bam, 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 ging es da bei denen in der Praxis zu. Also die Leute hier, die wissen ganz genau, was sie machen und die kennen sich damit aus und die haben super viel Erfahrung damit.
Die sind auch da in Istanbul, die waren hochprofessionell, die waren hilfsbereit, hilfreich, effizient, die waren also Hammerbegleiter. Also gibt es keinen Grund zu sagen, geh nicht dahin, nur weil man einfach Angst hat vor einem fremden Land. Aber ehrlich, es war so schön, ich durfte auch Urlaub mit meiner Mutter auch da machen, das war so 2 in 1. Von Anfang bis Ende war die Kommunikation richtig gut. Also sowohl mit Herr Gümüşseli im Vorfeld, um das alles zu besprechen, um das alles zu buchen, um das zu organisieren, aber auch vor Ort. Die Vorbereitung während der OP hat mir die ganze Zeit jemand gesagt, okay Lilly, jetzt passiert das und das, jetzt passiert das und das. Und ich war einfach viel sicherer als auf irgendeinem Zahnarztstuhl. Ich habe da sehr positive Erfahrungen gemacht mit dem Herrn Gümüşseli von Seehilfe weg, weil er war wirklich immer erreichbar. Wenn ich ihn angerufen habe und er konnte gerade nicht rangehen, hat er mir sofort eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Dann konnte ich auf jeden Fall da mich bei ihm dann melden. Und er hat mich so bald wie möglich zurückgerufen. Er hat mir alle Fragen beantwortet. Er hat sich richtig viel Zeit genommen. Er hat mich auch beruhigt. Als ich mal kurz unsicher war, habe ich ihn nochmal angerufen und habe nochmal mit ihm gesprochen. Ich hatte auch das Gefühl, dass es einfach sehr authentisch und ehrlich ist, wie er einen da auch berät. Und letztendlich ist es ja dann wirklich so, man muss eh erstmal diese Voruntersuchung machen, das ist natürlich klar. Bis zu dieser Voruntersuchung habe ich mich schon sehr gut begleitet gefühlt, auf jeden Fall. Wo es zu der OP kam, also man wird super darauf vorbereitet, die Voruntersuchung ist sowas von detailliert. Mir wurde noch nie in meinem Leben so genau erklärt, was eigentlich meine Augenfehler oder Missbildungen da sind. Das war also mega und auch alles in Deutsch. Ich kenne ja Augenuntersuchungen mein Leben lang, weiß, wie das alles vor sich geht und die haben das so gründlich gemacht. Also das habe ich so noch gar nicht gehabt. Also habe mich super aufgehoben gefühlt und die Arzthelferinnen haben jeden Schritt minutiös vorausgesagt und das finde ich beruhigt ungemein vor einer OP, wenn man wirklich genau weiß und haben auch beschrieben, wie es sich anfühlen wird und so weiter. Also ich bin tiefenentspannt da reingegangen und das ist wirklich nicht mein Typ. Also bin ich überhaupt nicht, aber keine Sekunde habe ich mich da irgendwie unsicher gefühlt. Was ich sagen kann, ich kann aber jetzt alles sehen. Ich kann jeden Morgen rausschauen, ich kann alle Bäume, alle Farben, alle Bergen einfach anschauen mit keinem Problem. Das hat sich richtig gelohnt. Es war eine gute Entscheidung. Ich bin sehr dankbar auch für diese Entscheidung. Also ich kann dir einfach sagen und versichern, ich bin wirklich ein riesen Schisshase, was solche Dinge betrifft. Und ich bin im Nachhinein so froh, dass ich meinen Mut zusammengenommen habe und das ausprobiert habe. Und ich habe nur positive Erfahrungen gemacht. Da gab es nicht einen einzigen Punkt, wo ich jetzt sagen würde, okay, niemand weiß, was in 25 Jahren ist oder so mit den Augen. Aber ich habe ein richtig gutes Gefühl und habe mir auch dort versichert, man kann nicht blind werden durch so eine OP. Es kann vielleicht höchstens nicht 100% korrigiert sein. Was Schlimmeres ist, dass man eine schwächere Brille danach hat, kann nicht passieren. Das hat mich motiviert. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, dass ich jetzt wieder 100% sehe. Und bis jetzt ist Gott sei Dank alles gut. Es sind ja schon mittlerweile 4 Jahre vorbei und ich bin sehr zufrieden damit. Ja. Richtig schön, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Ich hoffe, es hilft dir dabei, die Vorurteile, die du eventuell hattest, deine Augen im Ausland lasern zu lassen, abzulegen. Und wenn du dich wirklich dafür interessieren solltest, deine Augen in einer der Kliniken operieren zu lassen, wo wir das jetzt gemacht haben, dann kannst du dir sehr gerne in der Beschreibung unten alle Infos rausholen, die du brauchst. Du kannst mich gerne persönlich anschreiben, mir Fragen stellen. Du kannst auch Herr Gümüşseli anschreiben oder ihn anrufen. Ich hinterlege dir seine Kontaktdaten. Du kannst so viele unverbindliche Beratungsgespräche haben, wie du brauchst, bis du dich sicher fühlst für diese große Entscheidung. Also sei mutig. Jetzt habe ich genug geredet und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder in Lillys Welt begrüßen zu dürfen. Bis bald. Ciao.